Und das kann man machen mit einem Fahrsicherheitstraining. Mein Kollege Axel Gackstetter ist heute am Hockenheimring beim ADAC und will's wissen. Axel, kannst du denn überhaupt das Mikro halten? Ah, ich sehe, du bist noch gar nicht eingestiegen, noch gar nicht die Hände am Steuer. Ja, liebe Zuschauer, das war schon mal ein erster brillanter Sicherheitstipp von meinem lieben Kollegen Jürgen. Wenn Sie am Straßenverkehr teilnehmen, um Gottes Willen, nehmen Sie kein Mikrofon in die Hand. Deswegen habe ich mir extra hier den Thomas Putschki organisiert. Er ist der Trainerausbilder, der Trainer aller Trainer. Hallo, Herr Putschki. Hallo. Und er nimmt mich jetzt mit zum Sicherheitstraining über diesen Parcours. Was machen wir denn genau? Und hier ist die Fahrbahn nass, aber Sie wollen da jetzt nicht Aquaplaning ausschließlich imitieren, oder? Nein, wir machen einen Auszug aus dem Sicherheitstraining. Plötzlich auftauchendes Hindernis und die Beläge dienen dazu, Fahrzeugreaktionen zu simulieren. Einmal im Winter und einmal, was auch bei höheren Geschwindigkeiten passieren würde. Ja, dann machen wir das doch. Also, das heißt, wir fahren hier mit 50 auf regennasser Fahrbahn und es ist so, wie wenn man auf trockener Fahrbahn mit 100 fährt. Ich hoffe, ich überlebe es. Jetzt kommt die Variante, der Teilnehmer versagt. Ja, ich habe einfach zu stark, zu überhastet am Lenkrad gerissen, wie es auch teilweise im Realverkehr dann passiert, dass Leute eben, wenn sie erschrocken sind, es läuft irgendwas in den Weg oder ein Hindernis taucht auf, sei es dann irgendwas, was vom LKW fällt oder sonstiges, und dann einfach überhastet reagieren. Dann wird meistens noch auch der Fehler gemacht, dass erschrocken das Hindernis angeschaut wird. Und das führt dann letztendlich dazu, dass der Mensch dann auch auf das Hindernis draufhält. Ja? Und wir können das auch mal so machen, dass es richtig passt. Das machen wir jetzt, oder? Nicht das Hindernis anvisieren erschrocken, sondern immer nach den Lücken suchen. Man sieht hier die Lücke, dadurch weich reingelenkt und schon klappt das Ganze. Ganz elegant. Okay, oh. Puh. Angstschweiß, aber ich habe es überlebt und ich habe auch einiges dazugelernt. Wer macht denn so ein Training? Junge Leute und Sicherheitstraining, schließt sich das nicht aus? Haben die Interesse daran? Nein, durchaus nicht. Wir haben ein extra junge Fahrertraining, was auf denen ihre spezielle Bedürfnisse abgestimmt ist. Und die kriegen dann eben auch mal gezeigt, wo die Grenzen sind. Das macht auch Spaß, wenn die mal so richtig sehen, wo ist denn wirklich die Grenze von mir und meinem Auto zu Ende. Ja, und ich bin schon ein bisschen älter und mir sind so deutlich die Grenzen aufgezeigt worden. Sicherheitstraining wird oft auch mal kombiniert mit der sogenannten Off-Road-Geschichte hier. Das heißt, es ist für Leute, die einen Geländewagen haben, aber plötzlich feststellen, dass in Deutschland die Verhältnisse eigentlich gar nicht so sind, dass man einen Geländewagen braucht. Das sieht ja jetzt alles relativ unspektakulär aus, relativ langsam. Das könnte ich doch auch, oder? Oder ist es wirklich schwierig? Naja, etwas Anleitung braucht man dazu schon. Langsam wird gefahren, damit die Autos eben nicht kaputt gehen. Und das kann man sicherlich in einem Training lernen. Sind es eigentlich Ihre Autos? In diesem Fall sind es unsere Autos, man kann das aber auch mit eigenen Autos fahren. So, liebe Zuschauer, jetzt warte ich eigentlich, Sie haben es vielleicht vorher schon ein bisschen gemerkt, dieses sogenannte Drift-Taxi. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo laufen Sie denn? Ja, wo fährt er denn? Das Drift-Taxi hat man vorher in der Gegend rumfahren sehen. Nein, es ist nicht da. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Deswegen, liebe Zuschauer, ich denke, wir haben einiges mitnehmen können. Jetzt wollte ich Ihnen noch zeigen, wie das Drift-Taxi hier in der Gegend rumfährt, ganz, ganz schnell und so weiter. Aber vielleicht macht er gerade eine Pause, unser Rennfahrer. Aber für Sie ist es sowieso wichtig, Sicherheitstraining, Aquaplaning. Ich habe einiges gelernt dabei. Vielen Dank, Herr Putschki. Sehr.